Nothing this morning blows the quarterly results top of us. Das Börsen-Update heute von der Invest in Stuttgart. Hier kommt man her, wenn man investieren will und dafür Ideen braucht. Unsere Tipps gleich. Viel Kapital wird heute vernichtet, fast so wie diese geschredderten Euroscheine. Und Lebensversicherungen, die hießen mal kapitalbildend. Heute sind sie eher kapitalvernichtend. Und auch für Tagesgeldkonten und Sparbücher sieht es nicht gut aus. Schuld daran ist die Europäische Zentralbank. Parken Banken bei ihr Geld, müssen sie sogar draufzahlen. Sparen ist also teuer. Bleiben Aktien. Und darüber müssen wir reden mit unserem Experten. Na klar, Chris Oliver Schickentanz, Leiter der Investmentstrategie bei der Commerzbank. Viele Amerikaner haben Aktien, aber die Deutschen sind da sehr zurückhaltend. Ist mehr Mut in Nullzinszeiten gefragt? Ja, die Deutschen sind natürlich eigentlich seit der Nachkriegszeit gewohnt, dass eine konservative Geldanlage auf dem Tagesgeld oder Sparbuch eigentlich alle Vermögensziele erfüllt, denn damit konnte man die Inflation jeweils schlagen. Das Ganze hat sich erst in den letzten Jahren verändert und ist, glaube ich, noch nicht so wirklich in den Köpfen und in den Geldbeuteln der Sparer angekommen. Definitiv ist in einem Nullzinsumfeld mehr Mut erforderlich. Ohne Risiko werde ich meine Vermögenssubstanz nicht erhalten können, muss den Gürtel enger schnallen. Einige Anleger haben sicher schon schlechte Erfahrungen gemacht. Was ist da Ihr Rat? Naja, das ist so, wie wenn man sich den Magen verdorben hat und mit einmal aufhört zu essen. Natürlich gehören Rückschläge zur Wertpapieranlage dazu. Wertpapiere sind Risikopapiere und ab und zu werden sich diese Risiken auch in Form negativer Renditen niederschlagen. Aber, und das ist das Entscheidende, wenn man zum falschen Zeitpunkt die Nerven verliert und der Wertpapieranlage den Rücken kehrt, dann macht man zwei Fehler auf einmal. Denn dann hat man der schlechten Rendite, die man vielleicht erzielt hat, sozusagen auch die Chance auf Erholung genommen. Wie finden Anleger ohne Erfahrung jetzt den richtigen Einstieg? Ja, ich glaube, wer noch keine Wertpapiererfahrung hat, für den sind vielleicht drei Tipps ganz einfach. Erstens, langsam anfangen. Ich muss nicht gleich mein ganzes Vermögen in die Wertpapieranlage packen, sondern ich fange vielleicht mal mit einem kleinen Geldbetrag an. Zweitens, nach konservativen Lösungen suchen. Wertpapieranlage muss nicht immer hochspekulativ sein, sondern ich nehme vielleicht ein konservatives Vermögensmanagement, packe da noch einen offenen Immobilienfonds dazu und dann habe ich irgendwie 3% Renditepotenzial bei relativ überschaubaren Risiken. Und das Dritte, Erfolge durchaus auch mal feiern und Gewinne mitnehmen. An Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Vielen Dank an Sie und danke für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche.